Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß White Lock Challenge. Wen habe ich gerade vorne? Lester, das ist okay. Ja, wir haben beim letzten Mal unser Team wieder mal aufstocken müssen und man sieht schon, ich habe ein bisschen trainiert. Es hat eine Ewigkeit gedauert. Aber ja. Dafür geht das jetzt so einigermaßen mit den Pokémon, was ich mit denen anfangen kann. Ich weiß gar nicht, was ich... das ist auch schon wieder lange genug her, dass ich vergessen habe, welche Attacken neu sind. Ich glaube, ihr Licht ist neu. Rückkehr habe ich ihm beigebracht. Ihr, mir. Hier ist auch Rückkehr neu. Was ist hier? Auch Rückkehr. Ich glaube, Wasser ging auch. Ja, der Plan für heute ist, dass wir uns erstmal... um die Wüste kümmern. Okay, der will wirklich nicht kämpfen, das ist gut. Hab ich Schutz? Ich meine, ich habe auch noch Schutz gekauft. Da ist er. Nein, ich habe offenbar keinen Schutz gekauft, denn 9 Stück werden nicht für die Wüste reichen. So, und... Oh Gott, jetzt muss die Internetseite müssen wir noch schnell suchen. Ich habe es vergessen nämlich wieder. Ich hatte einen Plan, was Priscilla angeht. Muss ich es nicht mehr noch schnell aufmachen. Wie war das nochmal? Das entwickelt sich mit Sonnenstein, genau das war's. Durch Sonnenstein und deswegen muss ich mir überlegen, wann ich es entwickeln will. Weil natürlich das Problem immer ist, dass Pokémon mit Steinentwicklung... Alter, die sind Level 23 hier. Scheiße. Pokémon mit Steinentwicklung... Ich habe immer noch auf die Animation aus, natürlich, wie immer. Pokémon mit Steinentwicklungen lernen ja meistens nicht mehr wirklich was hinterher. Dressella lernt zwar noch was... Da muss ich einmal schnell gucken, was das war. Scanner, ja, super. Genau. Und das war das Wichtige. Es lernt auf Level 28 nämlich Falterreigen. Hier, nun kommt der Milcher wieder zurück. Und jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Falterreigen wäre halt echt eine geile Attacke. Ich glaube, der nächste Move könnte ausreichen. Deswegen heile ich mal schnell. Also Falterreigen ist natürlich eine Sache, könnte man gut machen. Vor allen Dingen, Level Cap war 31, genau. Also könnten wir sogar noch für die nächste Arena haben. Was natürlich gut wäre. Ich sehe übrigens jetzt schon kommen, dass ich nach jedem Kampf erstmal zum Doktor zurückrennen muss. Ich meine, ja, er hatte nur einen Pokémon Level 23. Die anderen werden wahrscheinlich nochmal ein, zwei Level niedriger sein, aber das ist halt immer noch nicht schön. Ich bin hier auf der falschen Gen. Sekunde, so. Da muss ich, genau. Auf Level 26 lernt Lilminip Gigasauger. Was natürlich auch geil ist. Da war aber noch irgendwas. Das Problem ist halt erstens nur Pflanzenattacken, was ich ja schon befürchtet habe. Das ist etwas, was etwas schwierig werden könnte, genau. Und auf Level 35, wenn ich Lilminip bis 35 behalten will, lernt es Energieball. Energieball gibt es zwar auch als TM, die kriegen wir aber erst nach der Liga. Also nachdem die Challenge bereits vorbei ist. Das wollte ich gar nicht. Ich habe ihn gleich zweimal doppelt verklickt. Zweimal doppelt, ja. Nein, Herrgott. Kann ich mir nicht mal merken, welche Taste wo sitzt? Da. Nein, eben nicht. Da habe ich mir Y hingelegt. Oh Gott. Wenn man ständig die Controller wechselt, wird man irgendwann wahnsinnig. Genau, und das Problem ist jetzt, will ich Energieball, muss ich bis 35 warten, verpasse dafür auf jeden Fall den Falterreigen. Was an sich kein großes Problem wäre jetzt, weil Priscilla hat Chlorophyll. Mit anderen Worten, ich könnte auch ein Sonnenset spielen. Also, dass ich ihm noch Sonnen... Ich habe wieder vergessen, irgendwas Sonnen zu machen, ich Idiot. Dass ich ihm Sonnentag noch beibringe. Theoretisch natürlich... Oh Gott, ich wechsle aus. Theoretisch natürlich gar nicht mal so doof. Vor allem super Strategie. Verwirren dann einschläfern. Irgendwas daran bringt es jetzt nicht so richtig. Was wollte ich gerade? Genau. Also man könnte... Sagen so, ich muss mich jetzt entscheiden. Möchte ich ein Sonnentag-Set für Priscilla? Das ist gerade uncool.
Was habe ich jetzt von dir gesehen? Hypnose, Konfusstrahl, Superzahn. Okay. Ich war jetzt kurz, wenn er jetzt einen Hyperzahn gehabt hätte, wäre böse gewesen. Okay, zumindest, also das muss ich jetzt sagen, ist aber schön. Hier gibt es ja massig Trainer im Wüstenresort. Zumindest scheinen die alle immer nur einen Pokémon zu haben. Das ist gut. Das macht es ein bisschen angenehmer. Das Problem ist natürlich, dass ich momentan einfach nicht weiß, was ich mit Priscilla anstellen soll. Ich tendiere... Oh. Okay. Ich tendiere tatsächlich dazu, dass ich den Energieball weglasse, auch wenn es eine ziemlich, ziemlich starke Attacke wäre. Hat irgendwer Bodenattacken? Ich glaube nicht. Athena hat vielleicht einen, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist alles schon gefühlt eine Ewigkeit her. Lebensstelle, genau, das lohnt sich nicht. Jetzt muss ich vorhin überlegen, wie ich das Wissen so abklapper. Ich hätte natürlich eine Karte aufmachen können. Habe ich nicht gemacht. Mache ich jetzt auch nicht. Ist falsch. Und so eine Karte. Hier ist der Ausgang, genau. Hier ist sogar ein Item. Eine Herzschuppe. Nice. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wo der Attackenlerner ist. So, hier brauche ich wieder Schutz. Nicht Mondstein. Also ich denke, dass ich bis Level, was war das, 26? Warte, bis ich Gigasauger habe. Es dann mit dem Sonnenstein entwickle und mir auf Level 28 den Falterreigen hole. Das Problem ist halt, ich kann bei Priscilla nicht davon ausgehen, dass irgendwas Nützliches passieren wird. Also an Attacken noch, weil welche, man muss ja dazu sagen, welche speziellen VMs kann sie lernen, weil der Angriff ist ja einfach nicht nützlich. Bei Dressella wären das Kraftreserve, Hyperstrahl, Solarstrahl, Kanon, Energieball, Traumfresser und Straucher. Ja. Nee. Ich habe wieder vergessen, die Animation anzumachen. Meine Güte. das Problem... Oh, da muss ich wechseln. Das Problem ist einfach... der Solarstrahl könnte sich natürlich bei dem Sonnenset lohnen, wenn ich das spielen würde. Was ich halt, glaube ich, nicht will. Ich weiß nicht. Kraftreserve wäre natürlich eine Sache, das würde ich zumindest, glaube ich, mal ausprobieren. Um halt schon nachzugucken, welcher Typ es ist, natürlich. Ich müsste halt einmal gucken, welcher Typ die Kraftreserve ist. Vielleicht lohnt es sich ja, sie zu behalten. Vielleicht hat sie eh einen guten Typ. Vorsicht vor Verbrennung, schön. Da brauche ich mir, glaube ich, jetzt relativ wenig Sorgen drum machen. Ja, ich weiß, wie Verbrennung funktioniert. So, Animation an. Jetzt kurz gucken, lernt Lilmin andere Tams? Ich meine nämlich auch nicht. Nö, so noch weniger. Deswegen, es wird sich halt... Die einzige TM, die halt irgendwie einen anderen Typ als Pflanze hat, ist, sind Kanon und Traumfresser. Traumfresser lohnt sich nicht, weil ich kein Schlafset spielen möchte. Das ist mir nicht sicher genug, sag ich mal. Ja, ich hab Schlafpuder, schön, aber... Nee, irgendwie nicht so ganz. Und Kanon... Ja, gut, würde ich nehmen. Ich würde Kanon, glaube ich, statt Rückkehr nehmen. Einfach nur, damit ich eine normale Attacke habe. Halt irgendeine andere Attacke, einen anderen Typ. Mit dem ich noch angreifen kann. Für den Fall, dass ich mal irgendwas halt vor mir habe, was ich nicht unbedingt mit Pflanzen bekämpfen kann. Das ist uncool, das macht jetzt nicht so richtig Schaden. Ich kann aber auch nicht rauswechseln, weil bringt nichts. Okay, dann machen wir einfach selbe Strategie. Nee, das ist jetzt uncool. Angriff sinkt stark. Ja, super. Jetzt mache ich auch keinen Schaden mit der Iroas. Okay, ich glaube, ich versuche es mit Aquarelle in der Hoffnung zu verwirren. Zurück zu Priscilla. Also Priscilla ist, glaube ich, das Pokémon, wo ich mir momentan am meisten Sorgen drum mache, weil ich nicht weiß, was ich mit Attacken irgendwie machen soll. Makabaya hat zwar auch einfach keine guten Attacken, da wird aber früher oder später, glaube ich, der Spukball kommen. Da brauche ich mir da auch eigentlich keine Sorgen mehr zu machen. Und, ja, Geist-Pokémon können immer irgendwas lernen, was man noch gebrauchen kann. So von der Coverage her. Aber das Problem an Lilmelip und Dressella ist, sie lernen halt nur Pflanzenattacken. Ich wünschte jetzt echt, ich würde hier Schwarz-Weiß 2 spielen.
Dann könnte ich zum Attackenlehrer gehen, der wäre ja in Maria City. Und irgendwas Nützliches beibringen. Da, kann man gucken. Drossella, was könntest du vom Attackenlehrer lernen? Okay, ich nehme es zurück, es kann nicht Nützliches lernen. Seriously? Auf welche Art und Weise kann man denen eine nützliche Attacke beibringen? Wow, kann man nicht. Okay, ich habe gerade ein Problem festgestellt. Ich glaube, Drossella ist tatsächlich eigentlich nur in der Sonne spielbar, dann mit der Solarstrahl-Sonnen-Kombo mit Chlorophyll. Ja gut, klar, kann man machen, ne? Oder irgendwie vielleicht als Supporter. Ich sehe, es kann Heilopfer. Vitalglocke kann man ihm beibringen. Also ja, man könnte es als Supporter benutzen. Das bringt jetzt erstaunlich wenig für eine Wetlock. Scheiße, hätte ich mal vorher drauf achten sollen. Das Problem ist halt wirklich, dass ich eine Coverage hier brauche. Ansonsten läuft das nicht so gut. Solche Momente können wir heute gerne gestohlen bleiben. Okay. Kurz Soundbox, unschön. Ja gut, wobei, wenn ich halt quasi keine besseren Attacken, sag ich mal, kriege. Ich weiß nicht, wie die Verteidigungswerte sind. Könnte ich da mal wieder kurz nachgucken. Das ist ganz schön, wenn die Seite offen haben. Kann ja alles nachgucken. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass ich so wenig Schaden machen mit der Eros. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen mehr wäre. Dass es halt reicht. Dann wollte ich wegen der Trefferchance auf jeden Fall dann nochmal hingehen. Eigentlich Quatsch. So, Drossella, was für Verteidigung hast du? Ich glaube, die Spezialverteidigung ist... Ne, sind beide gleich auf 75. Okay, damit ist es eigentlich schon entschieden. Ich muss das Falter-Reigen-Set spielen. Gut, das hatte ich ja eigentlich eh vor. Schon wieder, was seid ihr alle von Brandwunden, wenn ihr kein Pokémon habt, was verbrennen kann? Ja, das ist gut, dann ist die Entscheidung quasi schon gefällt. Ich kann doch gleich wieder in irgendeinen Trainer rein. Ich glaube, ich halte auch nochmal. Hier in der Wüste werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal... Was heißt erstmal? In der Wüste werde ich jetzt mit Lester und Priscilla kämpfen. Aus zwei einfachen Gründen. Erstens, die haben hier Typvorteil eigentlich immer meistens. Also hier in der Wüste würde ich jetzt spontan sagen, Wasser- und Pflanzen-Pokémon macht sich ganz gut. Funktioniert auch einigermaßen bisher. Felsgrab. Cool, ich habe leider schon Steinhagel für Athena, ansonsten möchte ich das... Hätte ich das vorher gebrauchen können? Nein, ich glaube nicht. Macht einen Unterschied. Aber nützlich, prinzipiell, natürlich. Nein. Ich habe die vierte Gen als unglaublich langsam in Erinnerung, die fünfte jetzt eigentlich nicht mehr so, aber irgendwie kommt mir das Menü hier schon ziemlich langsam vor. Voll erstaunt, das ist cool. Habe ich nicht sogar noch einen? Ich glaube, ich habe nur einen. Naja, egal. Du bist ein Psycho. Okay, folgendes. Das ist ein Psycho, der macht mir ein bisschen Sorgen. Vorhin nach dem letzten Psycho, der uns ziemlich zerstört hat. Deswegen setze ich jetzt. Setze ich jetzt Iridin nach vorne. Weil. Streuselkuchen? Okay. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn Iridin stirbt und Mia, das ist alles andere als schön natürlich. Aber ich kann auf die beiden halt. Ich habe jetzt Angst vor einem weiteren Symbolare-Vorfall quasi gehabt. Ne? Also. Wenn Iridin und Mia sterben, ist das absolut scheiße natürlich. Weil wieder Pokémon weg. Völlig logisch, ne? Aber es wäre unendlich viel verkraftbarer, als wenn mir jetzt Priscilla und Lester sterben. Weil ohne die beiden habe ich die nächste Arena wieder... Bin ich in der nächsten Arena einfach mal wieder am Arsch. Und das kann ich mir halt absolut nicht erlauben. Oh Gott, Licht, Schild und Charme. Das ist aber auch nervig. Du sorgst dafür, dass ich dir keinen Schaden mehr mache.
Klar, bei Monozyto irgendwie sie nicht, aber trotzdem. Du könntest übrigens gerne mal angreifen, Monozyto. Du bist nämlich schneller und das bedeutet, dass Lawine mehr Schaden macht. Warte, was? Doch, das war so, ne? Genau. Und du hast eine Kraftreserve, die sehr effektiv auf Eis-Pokémon ist. Also Feuer, Kampf oder Gestein. Feuer, Kampf, Gestein, jo. Gegen Geist ist das erstmal okay. Kampf wäre ideal. Es ist Kampf. Endlich mal was gut läuft. Na ja, toll, das erste Mal jetzt. Klar, ich hätte die Admira reinsetzen sollen, aber wie gesagt, ich hatte echt Angst vor Symbolara. Ne, also... Lichtschild lässt nach, sehr schön, Flecknoll. Das ist nur Flecknoll, nicht die Weiterentwicklung. Deswegen kein Ding. Ich denke, ich verbrenne es meiner Vollständigkeit halber. Gut, Windschnitt ist speziell, bringt es also nicht. Das macht viel Schaden. Unschön, weil jetzt beide sehr angeschlagen sind. Moment, wie viel KP hat das gemacht? Ich heile nochmal. Ich kann es halt leider nicht ausstallen. Weil ich ja limitierte Heilung habe. Begrenze, okay, das war eine verschwendete Runde von dir. Wenn du sowas machst, kann ich dich sehr wohl ausstallen. Übrigens, die Verbrennung ihr Lichtbürde ist halt echt ziemlich nice am Anfang. Weil, also, es ist fast schon... Ja, okay. Es ist fast schon nötig am Anfang. Weil, naja, mir hat einfach nichts, um für die Schaden zu machen. So macht man zumindest irgendwie Schaden. Achso, mir fällt ein, ich habe mal nachgeguckt. Endlich mal. Es war tatsächlich so, in der fünften Gen machen Crits noch den doppelten Schaden. Ich hatte ja echt gedacht, dass das hier schon anders gewesen wäre. Dann war es erst in der sechsten geändert worden. So, wir sind einmal außenrum. Das bedeutet, perfekte Schutz hat aufgehört zu wirken. Jetzt muss ich noch einmal durch die Mitte laufen. Dann sind wir hier sogar schon fertig. Erstaunlich. Also gut, dann nochmal in den alten Palast den zweiten Psycho da machen. Vielleicht mache ich das jetzt sogar mal zuerst. Ich glaube, das mache ich jetzt mal zuerst. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es hier deutlich mehr Trainer gibt. Und dass das gesamte Gebiet auch deutlich größer wäre. Ich meine, ich freue mich ein bisschen drüber, wenn ich mich jetzt geirrt habe. Oh, ja, man sollte vielleicht Flierschutz benutzen. Ich dachte irgendwie, hier drin wären keine Pokémon. Garnaville! Garnaville ist gut. Weil wenn ich nicht fliehen kann, könnte ich sogar platt machen einfach. Ich setze jetzt einfach mal Mia nach vorne, weil es halt wieder ein Psycho ist. Und der erste hatte Symbolara. Ich hoffe jetzt einfach, dass der zweite das dann nicht hat. Nein, nicht die Perle. Nein, auch nicht den Sonnenstein. Der kommt später. Wahrscheinlich aber nicht mehr in diesem Part. So. Wer war... Da ist die Backpackerin. Schenkt die Demon's Strength. Wer schenkt denn das Fossil? Und welches Fossil nehme ich überhaupt? Natürlich wäre Aeropteryx ziemlich geil, weil das Ding halt einfach Schaden raushaut noch und nöcher. Allerdings halt nur, bis es die Hälfte der KP verloren hat. Danach ist es nutzlos. Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann nehme ich lieber Karippas. Dann hätte ich auch ein Pokémon, was früher oder später Surfer lernen könnte. Also später. Und sogar Kaskade, falls dann jemand dazu kommt, ne? okay. Zen-Kopfstoß? Oh, das ist früh mit Level 23, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Viel Sorgen bräuchte ich mir da jetzt nicht machen, weil physische Attacke... Das war Sonnenwärme jetzt nicht so gefährlich und vor allen Dingen auch... Mondschein, scheiße. Und vor allen Dingen Mias Verteidigung ist ja recht... Ist ziemlich brauchbar eigentlich, also... Macht Raub eigentlich mehr Schaden? Ich habe noch das Schattenglas drauf. Nee, dachte ich mir leider schon. Oh, du Arschloch! Hör auf damit!
Dich jetzt einfach dauerhaft hochzuhalten, bringt es nicht im geringsten. Du hast eh schon verloren. Du kannst mich ja nicht besiegen. Es sei denn, du würdest dreimal in Folge mit seinem Kopfschuss kritten oder so. So, Verbrennung, Damage over time, Bürde macht mir Schaden. Wunderbar. So, tschüss. Meine Güte. Oh ja, ich denke, ich brauche das Flossenfossil. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht rennen. Nein. Tot. Ach, hier ist so ein Item. Ich meine, ich wollte natürlich da runter, um mir dieses Item zu holen. Ja klar, das war von vorne bis hinten geplant. Ich meine, Beleber, hallo, den kann ich immerhin verkaufen. Das ist, ja. Schildfossil, genau. Schildfossil. Weil dann unten darf ich sowieso noch nicht. Okay. Das lief doch eigentlich recht gut. Da würde ich mal sagen, hier machen wir für heute auch erstmal Feierabend und beim nächsten Mal rennen wir noch einmal durch die Mitte der Wüste, gucken, ob da irgendwelche Trainer sind. Und danach gehen wir zurück nach Rayono City und räumen die Sportstadien leer. Und ich glaube, danach können wir sogar schon nach Maria weiter. Oder habe ich das vergessen? Ich glaube nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.